Ja, also eine Frage und zwar, ich habe also mein Testosteron auch mal testen lassen und das war in dieser normalen Bandbreite, sage ich mal. Ich hatte aber trotzdem viele dieser Symptome, die Sie aufgeführt haben. Wäre das in meinem Fall dann irgendwie eine Sache für so eine Testosteron-Ersatztherapie Ja, oder nicht? also es ist Folgendes. Der Testosteronspiegel unterliegt vielen Schwankungen. Ja? Das heißt, eine einmalige Testosteronbestimmung ist eigentlich nicht ausreichend. Der Testosteronspiegel ist beim Mann am höchsten am Morgen. Deshalb macht man in aller Regel eine Bestimmung zwischen 8 und 10 Uhr. Ja? Und man macht eine weitere Bestimmung gegen Abend, also zwischen 17 und 18 Uhr. Weil es kann sein, dass man morgens vollkommen normale Testosteronspiegel hat und plötzlich abends liegt man vollkommen drunter. Ne? Deshalb muss man mindestens zwei Testosteronspiegel einmal morgens, einmal abends bestimmen, um sicher sein zu können, dass das ein normaler Testosteronspiegel ist. Okay. Herr Dr. Sommerfeld, eine Frage: Warum wird der PSA-Wert oft sehr kritisch gesehen? Wird er eigentlich, also in der wissenschaftlichen Gesellschaft wird er das nicht mehr. Sie zielen darauf ab, dass der PSA-Wert in den letzten 10 Jahren, also ich spreche jetzt einfach mal für die gesamte Gesellschaft, in den letzten 10 Jahren sehr kritisch dahingehend betrachtet wurde, dass gesagt wurde, der PSA-Wert ist nicht spezifisch, der PSA-Wert ist nicht genau, der PSA-Wert führt zu Fehldiagnosen oder Überdiagnosen. Es wird halt zu viel operiert aufgrund des PSA-Werts und die Patienten werden mit einem PSA-Wert allein gelassen. Meine Fachgesellschaft, die Fachgesellschaft für Urologie, setzt sich für eine zielgerichtete PSA-Bestimmung ein. Ich hole jetzt mal etwas weiter aus. Ja? Der PSA-Wert ist ein Organmarker, er ist kein Tumormarker. Da stehen immer Tumormarker PSA. Das ist es nicht. PSA wird in jeder Zelle der Prostata produziert, egal ob gut oder böse. Ja? Nur bei bösartigen Veränderungen gelangt mehr von dem PSA ins Blut. Der PSA-Wert ist interpretationsbedürftig. Bei den Tumormarkern steht immer ein Normalwert und beim PSA-Wert steht von 0 bis 4. Das gibt es nicht. Das ist Quatsch. Weil der PSA-Wert ist abhängig vom Alter des Patienten, von der Größe der Prostata, von der körperlichen Aktivität. Soll heißen, wenn jemand 65 Jahre alt ist und die Prostata ist 100 Gramm schwer, ja, dann darf der einen PSA-Wert nicht von 0 bis 4, sondern er kann 7 sein, haben. Ja. Das bedeutet, und darüber hinaus ist halt auch die PSA-Entwicklung entscheidend. Also ein gleichbleibender PSA ist anders anzusehen als ein PSA, der halt plötzlich sprunghaft ansteigt. Ja? Ein plötzlich sprunghaft ansteigender PSA-Wert kann auch noch nichts heißen. Ja? Muss man nochmal kontrollieren. Also letztendlich bedarf der PSA-Wert der Interpretation und der Erklärung durch den Arzt. Man sollte den Patienten nicht damit allein lassen. Vor 3 Jahren war es so, dass die FDA, die American Food and Drug Administration, das ist letztendlich die Gesundheitsbehörde in den USA, gesagt hat, wir bezahlen keine PSA-Testung mehr, weil wir glauben, dass halt diese PSA-Testung zu einer Übertherapie führt und dass es letztendlich Unfug ist. Wir wollen eine zielgerichtete. Anfang des Jahres hat diese Organisation das alles komplett wieder zurückgenommen, weil sie haben festgestellt, dass plötzlich Patienten mit fortgeschrittenen Prostatakarzinomen diagnostiziert waren. Die USA waren ganz weit vorne, wenn es um den Nachweis eines Prostatakarzinoms ging. 80% der Männer wurden entdeckt mit ihrem Prostatakarzinom in einem Stadium, wo es geheilt werden konnte. Bei uns in Deutschland, ja, ich habe gesagt, 80% sind es in den USA, bei uns in Deutschland sind es nur 60% der Männer, weil hier keine regelmäßige PSA-Testung durchgeführt wird. Also 40% der Männer, die wir mit dem Prostatakarzinom diagnostizieren, können nicht mehr geheilt werden. Und das war der Grund, dass halt in den USA jetzt wieder regelmäßige PSA-Testungen empfohlen werden. Ja. Regelmäßig kann halt ganz unterschiedlich sein. Regelmäßig muss nicht heißen jedes Jahr,
wenn Sie zum Beispiel als junger Mann im Alter von 50 Jahren, nein, wenn Sie als 45- oder 50-Jähriger das erste Mal Ihren PSA-Wert bestimmen, ja, und der PSA-Wert liegt bei 0,3, dann weiß man, dass Sie ein Lebensrisiko haben, an einem Prostatakarzinom zu erkranken, das sehr, sehr gering ist. Das heißt, der Urologe würde diesen Mann nicht im nächsten Jahr wieder bestellen, sondern würde ihm sagen, kommen Sie oder in 3 oder 5 Jahren wieder. Sind Sie ein 60-Jähriger, der aber einen PSA-Wert von 3,5 hat, bei einer relativ kleinen Prostata, dann würden Sie unter Umständen den Patienten sagen, kommen Sie in einem halben Jahr wieder. Also auch da muss man die PSA-Bestimmung den Patienten anpassen. Ja, Sie haben jetzt einige Dinge angesprochen, zum Beispiel Schwitzen, Konzentrationslosigkeit, Lustlosigkeit. Was raten diese Menschen denn, die das aufweisen? Naja, das sind halt klassische Symptome eines Androgenmangels. Ja? Also den Patienten würde ich halt anraten, vielleicht zuerst mal diesen Fragebogen, den Sie gesehen haben, auszufüllen. Schreiben Sie mir den mal eben aus. Ich zeige dir mal, guck mal, ob ich den auch mal eben zeige. Weiß ich, vielleicht gibt es den irgendwo im Internet auch, wo man den runterladen kann. Den gibt es im Internet. Einfach mal googeln wahrscheinlich. Genau, ich zeige Ihnen das einmal. Der Fragebogen, der ist also als PDF-Datei herunterzuladen. Das ist dieser AMS-Fragebogen, wenn Sie das eingeben. Diagnose und Therapiekompass Männergesundheit. Ja. Das ist, wie gesagt, validierte. Den drucken Sie sich aus, dann kreuzen Sie den für sich alleine an. Und hier unten steht auch die Auswertung. Ja, und da steht das Punktesystem. Und da steht auch dran, ab welchem Punkt, ja, Sie im Grunde genommen dann einen Urologen aufsuchen sollten, der diese ganze Diagnostik anreihert. War der zweite Fragebogen? Da geht es halt um der zweite Fragebogen. Das ist der IIEF, ja, International Index of Erectile Function. Da geht es letztendlich um sexuelles Lustempfinden und Gliedsteife. Ist genauso aufgebaut, ja. Es sind ganz wenige Fragen, 6 Fragen, die mit einem Punktesystem hinterlegt sind. Die Punkte stehen hinter den Kreuzen und unten hat man dann eine entsprechende Auswertung. Keine Erkrankung, mäßige, mittel bis mäßig, schwer. Also hier ist keine, leicht bis mäßig schwer. Ne? Und anhand der Punkte können Sie dann sagen, ob das halt gravierend ist oder nicht so gravierend. Mit diesem Fragebogen könnte auch ein Hausarzt was anfangen. Absolut, absolut. Ja, also beide Fragebögen werden regelhaft eingesetzt, die sind standardisiert. Also das für die Überprüfung des Therapieerfolges, ja, nehmen wir auch immer wieder diese Fragebögen heran. Ja, weil validiert heißt, die sind wissenschaftlich hinterlegt. Das heißt, wir möchten, wenn wir den Patienten behandeln, auch eine Veränderung in dieser Auswertung sehen. Das ist ein ganz hartes Kriterium für uns, ob wir mit unserer Behandlung erfolgreich sind oder nicht. Wenn Mann bzw. ein Mann aufgrund eines Prostatakrebs kein Testosteron mehr nehmen kann, wie kann man dann trotzdem Konzentrationsschwierigkeiten, Gedächtnisprobleme und dergleichen angehen? Ja. Also muss man wieder unterscheiden. Wenn ein Prostatakarzinom nachgewiesen behandelt wurde und geheilt wurde, und das sieht man beim Prostatakarzinom ja anhand des PSA-Werts, soll heißen, wenn der PSA-Wert unter die Nachweisgrenze fällt und da verharrt und das für mindestens 2 Jahre, stellt die Androgengabe oder stellt das Prostatakarzinom keine Kontraindikation dar, weil der Patient als geheilt gilt. Früher hat man das nicht gemacht, hat man gesagt, einmal Prostatakarzinom, nie mehr Testosteron, obwohl diese Symptome entsprechend auftreten. Heute kann man das guten Gewissens tun, dass man dann die entsprechenden Hormone gibt. Wenn das Prostatakarzinom in Schach gehalten wird, aber nicht vollständig rausgeheilt ist, ja, dann muss man im Grunde, gibt es Möglichkeiten, medikamentöser Natur auch anderweitig das Ganze zu unterstützen. Ja. Ab welchem Wert wird PSA von der Kasse bezahlt? Naja, der Wert ist nicht das Entscheidende.
sondern der Hausarzt oder Urologe muss da draufschreiben, er darf nicht mal draufschreiben, Ausschluss eines Prostatakarzinoms, sondern er muss als Diagnose dahin schreiben, Verdacht auf Prostatakarzinom. Ja? Also wenn Urologe oder Hausarzt auf die als jeweilige Diagnose angibt, Verdacht auf Prostatakarzinom, ist das eine Kassenleistung. Nochmal eine Frage zum PSA-Wert. Ich habe Sie so richtig verstanden, dass wenn ein 80-Jähriger so einen PSA-Wert von 2 hat, dass er sich auch nicht zufrieden zurücklehnen kann, sondern aufmerksam weiter den Wert beobachten muss. Nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Also ein 80-Jähriger mit einem PSA-Wert von 2, der einmal vom Urologen gecheckt wurde, da würde ich sagen, wir sehen uns in 3 bis 5 Jahren wieder. Ja? Also wie gesagt, ein PSA-Wert von 2. Voraussetzung ist, dass der Urologe den Patienten einmal gesehen hat, körperlich untersucht hat, dass die Prostata in Ordnung ist, dass da auch kein anderer Verdacht da ist. Wenn der PSA-Wert dann so niedrig ist und der gut im Verhältnis steht, ich sag mal zur Größe der Prostata, sehe ich es nicht für notwendig an, da weiter zu testen. Ja? Ich bin auch der Auffassung, dass man ab einem gewissen Alter dann den PSA-Wert nicht mehr bestimmen sollte. Ja? Weil es gibt sehr gute Autopsiestudien, das heißt an Verstorbenen. Und das Prostatakarzinom ist halt eine Erkrankung des älteren Mannes oder des älteren Mannes. Und wir sind letztendlich, je älter wir werden, überhaupt nicht davor gefeit, ein Prostatakarzinom zu entwickeln. Ja? Das heißt, jeder Mann, wenn er alt genug wird, wird wahrscheinlich ein Prostatakarzinom entwickeln. Das sind sogenannte klinisch insignifikante Prostatakarzinome. Das heißt, die sitzen da, bewegen sich nicht, wachsen nicht, ja? Und die beeinträchtigen nicht das Leben des Patienten. Die werden auch nicht klinisch auffällig. Das heißt, der Patient erkrankt nie am Prostatakarzinom. Wenn ich als Urologe jetzt hergehe, einen Patienten sehe, ja, der hat einen PSA-Wert von, sag ich mal, 5, und der hat eine auffällige Drüse, dann würde ich sagen, dann kommen Sie mal im Jahr wieder und wir gucken halt, wie sich es dann verhält. Wenn der PSA-Wert dann nicht gravierend ansteigt, und das ist im höheren Alter nicht zu erwarten, ja, weil wie gesagt, das Ding sitzt da und wächst halt nicht, sondern es entwickelt sich nur ganz langsam, dann würde ich mit dem Patienten darüber sprechen und würde sagen, es könnte sein, dass da ein Prostatakarzinom ist, aber wenn wir das jetzt diagnostizieren, wenn ich da reinsteche, ja, dann löse ich einen Steppenbrand aus und ich weiß genau, es wird dem Patienten keinen Tag mehr an Leben bringen, sondern eher weniger an Leben. Also ich nehme ihm dadurch Lebenszeit, indem ich dieses Prostatakarzinom nachweise. Ich verunsichere ihn. Ja. Viele Kollegen sind dann auf dem Standpunkt, dass ich nachgewiesen habe, muss ich auch therapieren. Ja, dann ist nicht damit getan, ich habe jetzt das Prostatakarzinom, sondern müssen wir auch handeln. Ja, das bin ich meinem Ethos schuldig. Das halte ich für vollkommen falsch. Ja. Sondern man muss irgendwann dann auch sagen, also ich sage auch meinen Patienten, die bei mir sind, ja, ich bin seit 15 Jahren jetzt hier in Mahl und es gibt Patienten, die ich seit 15 Jahren betreue. Ja? Und da verfolge ich den PSA-Wert über die Zeit und wenn die ein gewisses Alter erreicht haben, dann sage ich denen, jetzt lassen wir es mal sein mit der PSA-Bestimmung. Also der 80-Jährige, der ein Karzinom hat, steht wahrscheinlich eher an Lungenentzündung als an Krebs. Absolut richtig. Wenn er noch 60 Jahre länger leben würde, würde das Prostatakarzinom vielleicht ein Problem darstellen, so nicht. Herr Doktor, was sagen Sie von den Potenzmitteln, die in den Illustrierten angeboten werden? Nicht viel, muss man sagen. Also es gibt ja unendlich viele Potenzmittel, die da angepriesen werden. Ja, bei den meisten ist halt die klinische Wirkung nicht belegt. Ja, es gibt heutzutage sehr gute Potenzmittel. Ja, es gibt heutzutage sehr gute Potenzmittel. Viagra war sicherlich eins der ersten. Die Wirkung dieses Sildenafils ist gut belegt. Ja, das gibt es jetzt seit über 20 Jahren. Es gibt Folgepräparate, die besser wirken und es gibt wenige Kontraindikationen dagegen. Also es gibt nur ganz wenige Männer, die das nicht einnehmen können.
ich kann Ihnen sagen, dass heutzutage, was halt dieses Viagra und die Folgepräparate angeht, es werden mehr davon geschluckt als Aspirin. Ja? Das heißt, es ist um ein Vielfaches sicherer als das, was man in der Presse gehört hat. Der Vorteil ist halt, dass diese Medikamente halt nur die normale Gliedschleife unterstützen. Also sie lösen keine aus. Ja? Ohne sexuelle Stimulation passiert da gar nichts. Das heißt, man kann die Medikamente schlucken und durch die Stadt laufen. Das ist nichts. Also es ist nicht so, dass man dann mit einer Gliedschleife, mit einer Erektion durch die Stadt läuft. Das ist nicht der Fall. Und es sind sehr sichere Medikamente. Also wenn, würde ich nicht auf das zurückgreifen, was da in den Illustrierten steht, sondern halt mit dem Hausarzt oder dem Urologen sprechen. Es gibt nur ganz wenige Kontraindikationen, also wo man es nicht nehmen darf. Ja? Das ist wiederum eine ganz, ganz schwere Herzerkrankung. Ganz, ganz schwere Herzerkrankung heißt, ja, der Patient kann keine Etage gehen, ohne dass er Luftnot hat oder Schmerzen in den Beinen. Es gibt zwei Medikamentengruppen, die der Patient nicht nehmen darf. Das eine sind Nitrate, das sind Medikamente, die eingesetzt werden bei der Angina pectoris, also bei der Herz-Kranzgefäß-Verengung, und Molsidomin, das ist ein Medikament, das bei der Herzschwäche eingesetzt wird. Ja? Bei den Patienten darf man das nicht machen. In aller Regel mit dem Kardiologen sprechen, mit dem Kollegen, der fürs Herz zuständig ist, und den fragen, ob er irgendwas anderes einsetzen kann. Aber wie gesagt, es gibt nur ganz wenige Gründe, dass man es nicht gibt. Und man hilft damit bis zu 80% der Patienten. Ja, wenn es keine Fragen mehr gibt. Ich habe noch eine. Ja, bitte. Bei der Prostata-Entfernung, ja, hat man doch eventuell Schwierigkeiten, nachher Wasser zu halten. Das kann durchaus sein. Das kann durchaus sein. Das ist halt so, die heutigen Operationsmethoden sind eigentlich sehr, sehr exakt. Also früher war es immer ein Problem, ich sag mal so noch vor 15, 20 Jahren, den Schließmuskel zu erhalten. Ja? Da war es gar nicht mal so selten, dass Männer nach einer großen Prostata-Operation, also nach der Entfernung der Prostata wegen eines Karzinoms, Urin verloren haben. Die OP-Techniken sind halt heutzutage so genau, dass man eigentlich den Schließmuskel erhalten kann. Man darf aber nicht Folgendes vergessen. Das Wasserhalten ist nicht nur abhängig von der Funktion des Schließmuskels, sondern auch abhängig von der Funktion der Blase, ja, und der älter werdenden Blase und des Beckenbodens. Das heißt, was wir wissen ist, je älter der Patient ist, wenn er die Prostata entfernt bekommt, umso größer ist das Risiko, dass er danach nicht mehr vollständig trocken wird. Ja? Bei den jüngeren Männern ist es eher die Ausnahme, dass das mal passiert, aber auch da gibt es Möglichkeiten, heutzutage die Kontinenz, also das Wasserhalten, wiederherzustellen. Aber es ist halt nicht nur eine Funktion des Schließmuskels. Und wie macht man das? Wieder trocken, meinen Sie? Ja. Also es geht von ganz einfachen Geschichten mit einer Unterspritzung des Schließmuskels bis hin zu größeren Operationen. Wobei, je älter der Patient ist, umso zurückhaltender wird man sein. Habe ich gehört, dass die Operationen beim Karzinom in Deutschland mehr werden, aber in anderen europäischen Ländern weniger, dass man da eventuell über Bestrahlung hinkommt. Also man muss sagen, die Operationen, also die Anzahl der radikalen Prostatektomien sinken auch in Deutschland. Also es ist nicht mehr steigend. Das war bis 2010 waren die Zahlen deutlich steigend. Ja, seit 2010 sind sie eher rückläufig. Das hängt damit zusammen, dass es durchaus so ist, dass man über alternative Verfahren nachdenkt und dass es alternative Verfahren auch gibt. Ja, die durchaus genauso effektiv sind wie die Operation. Auch da gilt es, dass man das Verfahren der Behandlung des Prostatakarzinoms dem Alter und den Lebensumständen des Patienten anpassen muss. Ja? Je älter der Patient ist, umso mehr sollte man von einer Radikallösung absehen, weil dann eventuell die Nachteile durchaus überwiegen. Das ist das, was man aus medizinischer Sicht sagen muss. Das andere ist halt, dass wir in Deutschland auch noch ich sag mal, von Patientenseite eine sehr aggressive Einstellung haben. Soll heißen, wenn man in vielen anderen europäischen Ländern den Patienten die unterschiedlichen Behandlungsmöglichkeiten aufzeigt und ihm sagt, so hoch ist das Risiko, so hoch ist das Risiko, so hoch ist das Risiko, dann gibt es durchaus viele Patienten, die sich halt für eine Alternative entscheiden, also nicht für die Operation.
Das ist in vielen Ländern nahezu gleich, ja? Ob das jetzt Bestrahlung ist, aktives Zuwarten oder Operation. In Deutschland ist die Tendenz immer noch da, Herr Doktor, ich will den Krebs raushaben. Ja? Also dass auch vom Patienten an den Arzt herangetragen wird, egal was Sie mir jetzt sagen statistisch, wie sich das verhält, ja? Ich möchte den Krebs raushaben. Das ist auch eine unterschiedliche Mentalitätsfrage. Gibt es sonst noch Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, dann bedanke ich mich recht herzlich bei Dr. Sommerfeld für den sehr informativen Vortrag.